Snorlap, willst du mich verarschen? Ja. Nein, nicht töten! Will er mich auch schon die ganze Zeit? Ganz Alter, ich baue das. Blöcke ab und er setzt sie wieder hin. So, und da sind wir zurück in der Together Show. Hallöchen, zusammen mit Dena und The Nodub. Hallo, scheiße. Wow, ich brauche noch ungefähr. Nein, nicht. Oh, Alter, im Gegensatz zum Nether sind die Mobs hier echt geil. Machen hier fast gar keinen Schaden. Ah, oh, Skelett. Hallo, Spinny. Ja, ich brauche noch so ein paar Nein! No! Boah, aus dem Meter halt. Nee, aber richtig knapp. Ich drehe mich um und da ist ein Creeper direkt hinter mir. Boah, ich darf nicht sterben. Wie viel brauche ich noch? Ich brauche noch ein oder zwei Mobs, dann bin ich Level 30. Oh, Dena, dein Raum hier sieht aber geil aus, dein Schlafzimmer. Ja, voll schön. So hinter deinem Haus könnten wir auch noch was bauen, da wo du direkt hättest hinguckst. Hättest du das Dena-Pack, dann wäre da auch ein Junge an der Wand. Nee, ich glaube, bei mir sind da diese komische Minecraft-Familie. Nicht schön, da muss ein Junge hin. Bin Level 15 jetzt. Wieso ist hier eine Crafting-Bench und eine Kiste in der Luft? Wow, Creeper überall. Pui. Irgendwie ziemlich wow, riskant hier alles, was ich hier mache. Scheiße. Ah, nee, Spinnenreiter. Wo haben wir Dings? Schwein! Wo haben wir ein Enchantment Table? Nein! Oh, nee, einfach. Was hast du kaputt gemacht? Nicht dein Haus. Reparieren. Was denn? Was ist denn kaputt gegangen? Er hat nee, nur hier irgendein Luft Baum oder sowas. Hab ich genau gesehen. Na, no, das ist ja scheißegal. Du bist ja schon weit, Nodob. Ja. Da hinten. Guck, ich hab eine Treppe gebaut. Sei stolz auf mich. Nein. Eine Treppe abgelegt. Achso, da oben kommt dein Haus drauf. Da hinten. Achso. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich hab jetzt erstmal Kabelstum von Dena geklaut. Level 30! Okay. Woo! Ha! Ja. Okay, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Warte, ich lager mal ganz kurz meine Sachen. Wieso fehlen hier so ein paar Glastachen? Ich wäre fast runtergefallen in die Schlucht und wäre tot gewesen mit 30 Leveln. Alter. Schade, ich dachte, du fällst richtig rein. Wieso fällt denn da Glas? Hat das jemand weggemacht? Also, als ich da vorhin drüber gelaufen bin, war das noch alles da. Was? Nur machst du irgendwie alles kaputt? Nein. Hast du das Glas da weggemacht? Niemals. Warte mal, so, Kohle. Knochen brauche ich nicht. Ich hab. Das ist bei mir echt so, wenn ich sortieren will, ne? Ich habe eine Kiste, die ist. Also da drei Kisten, die sind sortiert und dann noch zwei Krimskrams-Kisten einfach. Ja, da alles drin. Und die sind dann voll, da muss man sich eine neue Krimskrams-Kiste machen. So. So. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich hier beraten muss? So. Jetzt muss ich da das Glas neu hinmachen, weil nur das weggemacht hat. Ja, immer alles auf mich schieben. Ja, wer sonst? Ja, wer ist hier andauernd in der Aufnahme? Ihr seid immer da. Ihr wart das. Ja. Hä, was? Ja, so lange ist die hier noch nicht. Die Schlucht haben wir erst letztes Mal entdeckt. Mit Table Tennis Game. Ich glaube, ich gehe jetzt in eine Höhle. Ich weiß zwar nicht, was ich mache. Ach ja, ich wollte noch was bauen. Irgendwas wollte ich bauen. Was wollte ich bauen? Das ist die Frage. Ich glaube, ich baue mein Haus ein bisschen anders. Naja, ich baue erstmal mein Haus ab. Aber wir bauen eine Schere. Ja, ich verändere oft Sachen an meinem Haus. Allgemein muss ich das Ganze hier mal ein bisschen schöner machen. Habt ihr eigentlich irgendein Ziel in der Together Show? Das ist halt ein Let's Play Together. Mit Gästen. Wir bauen ganz viel und wir schön. Bauen Zeugs. Das nächste Thema. Ganz viel ist richtig. Beiträge, wofür sie verwendet werden, steht da im Kommentar. Und ich denke mal, was sonst noch dazu gehört, Die dass werden das Jahr doch ihr Haus zur Haushaltsabgabe GEZ wird abgeschafft sozusagen und das, stattdessen gibt es die Haushaltsabgabe. Das heißt, jeder Haushalt muss zahlen, unabhängig davon, ob er ein Radio überhaupt hat oder einen Fernseher überhaupt hat. Und das sind ja nicht ganz unerhebliche Ausgaben von fast 20 Euro im Monat. Knapp 20 Euro sind das, glaube ich, die man im Monat zahlen muss. Jeder Haushalt. Das ist gar nicht so wenig, wenn man sich mal überlegt, als Student, von wie viel 100 Euro im Monat du lebst. Dann direkt jedes Mal 20 Euro weg. Nur dafür, nur GEZ. Die man vielleicht nicht mal wirklich schaut oder benutzt im Internet. Was haltet ihr davon? Also, ich habe ja nun gehört, also am Anfang war es ja so, dass der meinte in der Kommentarfrage, ja, für was das denn verwendet wird, was haltet ihr davon? Also ich habe es letztes noch mitbekommen, dass anscheinend... Die übrigens, Katrin Huber hat das gesagt. Danke, Katrin Huber. Gutes Thema auf jeden Fall. Aber dass die dafür verwendet werden... Warte, kann ich mit einer Schere Glas abbauen?
Mit einer Schere Glas abbauen? Wie kann ich Glas abbauen, dass ich die Glasblöcke zurückbekomme? Silk Touch. Was musst du verzaubern? Hab ich nicht. Kann man mit einer Spitzhacke Silk Touch Glas abbauen? Ja, mit allem Silk Touch. Auch auf der Na egal, mach's kaputt. Haben ja keinen Sandmangel oder so. So macht man eine Schere mit Silk Touch? Damit kannst du Spinnennetz abbauen kannst, so wie sie sind. Okay, das ist. Wieso kann man das nicht mit einer Spitzhacke? Das geht nicht. Keine Ahnung. Das funktioniert nicht. Jedenfalls habe ich jetzt letztens noch davon gehört, dass die dass von den GEZ, beziehungsweise was war das, Haushalts, irgendwas, keine Ahnung, davon habe ich noch gar nichts gehört, dass davon jetzt wohl die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender irgendwie Geld abbekommen für neue Serien und so weiter und so fort. Und da wird nun außerdem auch das Programm Die Supernanny von RTL auf SWR, glaube ich, verlagert. Und da gab es ja auch so ein Skandal, sage ich mal. Wo ist Skandal? Na, egal. So ein Skandal beim SWR. Und zwar haben sie dort dann den Trailer hochgeladen von der Supernanny auf SWR auf YouTube. Und da waren wirklich ungefähr 70% der Kommentare waren gegen sie. Und die haben echt Kommentare einfach gelöscht. Also scheiß auf freie Meinungsäußerung, einfach Kommentare gelöscht. Und da hat sich dann einer darüber geäußert, auch hier sieht man, dass Kommentare gelöscht werden. Da meinte der SWR über den offiziellen YouTube-Kanal zurück, das ist doch Quatsch, ganz im Ernst. Und sowas finde ich echt kackendreist. Ich drifte zwar gerade immens vom Thema ab, aber muss mal gesagt werden, ne? Wenn die beim SWR wohl nicht, wie man mit YouTube umgeht und das Kommentare löschen und die, vor allem, dass das andere bemerken dann natürlich noch und dann sagen, hier werden keine Kommentare gelöscht. Man klickt auf Kommentar anzeigen, da steht, dieser Kommentar ist nicht mehr vorhanden, weil er gelöscht wurde. Und dann sagen die noch, nee, ganz im Ernst, ist doch Quatsch. Und wenn sie dann bei einem anderen Video wurden jetzt allgemein die Bewertungen deaktiviert und Kommentare. Finde ich schon sehr affig, vor allem so als öffentlich-rechtlicher Sender. Ja, aber dass die öffentlich-rechtlichen Sender, die GEZ-Beiträge, womit du es ja angeschnitten hast, die werden natürlich für neue Serien und für alte Serien für alles verwendet. Das sind ja die Haupteinnahmequellen von. Ich habe das nur gerade aus Beispiel. Super Nanny bezogen. Ja. Die dürfen ja kaum Werbung schalten. Ganz festgelegten Sachen. Alter. So. Anders als das Privatfernsehen. Aber das Ding ist halt, dass man halt sozusagen, dass es jetzt ja wie eine Steuer ist, die muss jeder bezahlen, egal ob er will oder nicht. Und es sei denn, man kann nicht sehen und kann nicht hören, dann ist man, glaube ich, davon befreit. Nordorf, willst du mich verarschen? Ja. Nein, nicht töten! Will er mich auch schon die ganze Zeit? Ganz Alter, ich baue das. Blöcke ab und er setzt sie wieder hin. Ja, sehr witzig. Und dass davon halt sowas wie die Supernanny finanziert wird und ob das wirklich nötig ist, weil sowas kann man sich ja im Zweifel auch Privatsender anschauen. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen sollte vielleicht 5 Euro im Monat höchstens und dafür dann wirklich nur wichtige Sachen wie die Tagesschau oder sowas, dass man halt unabhängige Medien hat, was ja der eigentliche Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien ist und nicht so ein Unterhaltungsprogramm, weil das kann man ja auch auf den privaten Sendern sehen. Oder findet ihr es gut, dass wir da 20 Euro im Monat zahlen und dafür bekommen wir die Bundesliga zumindest die Sportschau und die WM immer live und sowas alles. Wie seht ihr das? Ich habe meine Meinung schon gesagt. Warte. Ich schaue viel zu wenig Fernsehen, um irgendwas zu sagen, aber wenn egal. Es geht allgemein um GEZ und Steuern. Eben, die musst du nämlich auch zahlen, zumindest wenn du irgendwann zu Hause. Ob du Fernsehen guckst oder nicht, du musst es bald so oder so zahlen. Ja. Eben, ich schaue nämlich auch gar kein Fernsehen. Warum? Ich schaue nur Fernsehen, wenn wirklich sowas läuft, was mich auch interessiert. Und das ist in letzter Zeit halt so gar nicht der Fall. Das Einzige, was ich gucke, ist Fußball. Ja, Fußball. Da habe ich jetzt mittlerweile auch schon Liga Total übers Internet, kann ich mir das angucken. Und brauchst du Fernsehen wieder ein Stück weniger. Oder sowas wie Super Bowl, das gucke ich mir dann wirklich mal. Das ist so die einzige Zeit, wo ich dann locker mal so 4 Stunden am Stück am Fernseher sitze. Wann ist das eigentlich mal wieder? Einmal im Jahr. Ja, ich glaube, das ist doch immer so im März oder so. Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß es nicht, ich habe das noch nie gesehen. In Österreich ist glaube ich so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dort ist so organisiert, dass man dann eine Smart Card bekommt. Das ist so ein Decoder sozusagen. Also, das ist wie Premiere oder wie Sky. Halt, bei mir gibt es ja nicht mehr, heißen ja jetzt Sky. Und dann nur die Leute, die halt die GZ dort in Österreich bezahlen, die bekommen dann so eine Karte und können sich dann das Programm angucken. Und sonst bekommt man das nicht. Zumindest glaube ich, dass es ungefähr so funktioniert. Da können ja die Österreicher unter euch, nein, oder brauchst hier? Finde ich eigentlich gut gelöst, muss ich gerade so sagen. Ja, dass nur die zahlen, das wirklich bekommen. Und der da nicht zahlt, dem ist da quasi mal scheißegal, was im Fernsehen läuft, beziehungsweise wie und wie oft da was gezeigt wird, dass die es dann einfach nicht zahlen. Und dann wie richtig, Dena. Das ist ein Applaus von mir. Nein. Ihr habt doch gesagt, wenn du was haben willst, oder? Dann kommst du hier hin und fragst. Ja,
Und dann fragst du mich, sonst weiß ich ja nicht, was du alles einfach wegnimmst. Ich weiß auch nicht, was Dena mir alles nimmt. Dena darf ich diese 30 Keys haben, die ich in der Hand halte. Danke. Ja, die darfst du haben. Am nächsten Mal fragen. Wie ein kleines Kind muss man das beibringen. Warte, erst fragen. Ich will die 30 Keys aus der Kiste. Nur gucken, nicht anfassen. So, du bist wieder dran. Ey, das hast du voll von der Bitburger-Werbung geklaut. Echt? Ja. Ich dachte, das habe ich von meiner Mama geklaut. Nein, dann hat dieses von da geklaut. Oh. Dena ist voll aggressiv. Ja. Er bringt einfach das Endlos, Leute. Ja, ich muss ein bisschen PvP üben. Ich will da wieder, so will reinkommen. Ja, ich muss da wieder reinkommen. Das ist ja nie so gemacht. Aber ich dachte, ich wieder voll durch mit Hunger Games und so. Ich mach alle kalt, Junge. Ja, so wie letztes bei den Desert Survival Games, ne? Ja, eben, weil ich das ja nicht so kann. Jetzt muss ich da wieder durch. Wo ist mein Schlafzimmer? Ey, das ist doch da unten. Er hat's zugemauert. Er wollte die Bilder lebendig begraben. Also ich kann zu 10 Milliarden Prozent schwören, dass ich ungefähr seit 10 Folgen nicht mehr da unten war. Ja, das war no doubt. Laufender Schwachsinn ist das. Schwachsinn auf zwei Beinen. Und draußen auch wieder Cobblestone. Und am Ende wird er sagen, ich bin noch nicht fertig mit meinem Haus. Werde ich auch nicht. Hast du dein Haus abgebaut, Luca? Nein, ja, nein, das war dort nur glaub ich, oder? Wieso ist das Haus weg? Ja, es hat nur noch abgebaut. Brauchte Steine. Du hast es ernsthaft abgebaut? Nein. Nein, das war ich. Ich könnte nicht zugetraut. Du hast denn schon wieder dein Haus abgebaut. Fandest du den Regional-Express jetzt auch zu hässlich? Das war kein Regional. Was für Regional? Doch, das sah wie ein Regional-Express aus. Nicht mehr ECE, sondern Abstieg schon. Regional-Express. Nein, da kommt jetzt was Geiles hin, Alter. Ich hab mir da was gedacht bei. Ja, nur aus Nether-Warzen baust du das jetzt, oder? Nein. Guck mal, ich war schon im Nether, ey. Ja, das ist komplett aus Glowstone. Dann spawn ich da so Zombie-Pigment drin. Alter, das wär eigentlich ganz geil. Ich bin so wie die Gäste. Immer wenn neue Gäste kommen, baue ich auch mein Haus neu, weil ich mich einfach voll anpasse. YOLO, ey. Ja, egal, YOLO. Hey, Luca, du hast dein Haus abgebaut. Egal, YOLO. So, wo baue ich das jetzt hin? Ich muss erstmal abbauen, wirklich. Hatten wir eigentlich jetzt schon ein Thema? Wir sind gleich schon durch wieder. Ach ja, wir hatten ja die GEZ. Ich sag wieder ausführlich irgendwas und dann, ja, Was für Thema? Ich hab doch ausführlich was gesagt. Wo hast denn du ausführlich was gesagt? Ich hab ganz lange was erzählt. Ja, hast ich du hab ausführlich gesagt. Na, es ist schon in Ordnung. Ja, schon in Ordnung, ich hab doch nichts gesagt. Das steht immer in den Kommentaren. Ja, Dena sagt wieder alles Mögliche hier dazu und ihr sagt immer nur Schwachsinn. Ich hab's doch gerade schon gesagt. Also ich würd's eigentlich nicht so regeln, so wie sie es zur Zeit regeln, weil man merkt richtig, dass Deutschland den Leuten das Geld aus der Tasche nehmen will. Und wenn die da meinen, ja auch dieses Scheiße, Deutschland, das nimmt nur Geld weg. Ganz Scheißegal, ob ihr einen Fernseher habt oder ein Radio oder irgendwas, was noch so irgendwie an Strom angeschlossen ist. Ihr müsst GEZ Geld an. Was? An uns bezahlen. Und davon geben wir euch dann so richtig geile Programme, wie zum Beispiel Super Nanny auf SWR, was eh kein Schwein sehen will. Und ich würde einfach sagen, dass die Bürger da mehr Mitspracherecht kriegen. Beziehungsweise, ich esse jetzt erstmal ein Brötchen. Ja, und für Unterhaltung, also ich finde, Unterhaltung muss nicht auf öffentlich-rechtlichen Sendern laufen. Früher gab es da keine privaten Sender, also vor 30 Jahren oder wann, ich glaube RTL war der erste private Sender. Du kannst dein Schwert wegpacken, Freundchen. Hey! Ich habe alles kaputt gemacht. Und da gab es halt, damit Fernsehen Unterhaltung war, muss das natürlich auf den öffentlich-rechtlichen Sender laufen. Moment, aber jetzt ist die Notwendigkeit ja nicht mehr gegeben. Und darum würde es komplett reichen, wenn wir 5 Euro bezahlen, dafür gäbe es nur noch Informationssendungen, vielleicht auch noch so Reportagen, wenn das so wissenschaftlich halt irgendwas ist. Ist dir mal aufgefallen, dass dein Fernseher gar nicht zu deinem Sofa passt, ja? Das muss gar nicht so sein. Vielleicht hast du schlechte Augen. Luca, geh weiter weg vom Fernseher, sonst bekommst du quadratische Augen. Hey, du hast schon voll eckige Augen vom so lange vom Fernseher rumsitzen, Luca. Hä, stimmt gar nicht. Damals bin ich mal vor den Spiegel gelaufen und dann geguckt. Ja, aber ja, wäre das nicht. Damals habe ich das Vertrauen in meine Mutter verloren. Nie wieder erlangt. Mama. Ich hab gar keine eckigen Augen. Wollen wir jetzt schlafen oder so? Wollen wir Schluss machen? Dena, komm, lass Schluss machen. Ich mach Schluss. Sorry, ich mach Schluss. Schluss machen. Wir sind bei 14 Minuten, dann haben wir heute eine... Schluss machen per SMS ist billig. Oder ICQ. Schluss machen per WhatsApp ist kostenlos. Wortwitz. Ja, voll witzig. So, WhatsApp kostet aber schon was wegen Internet und so. Ja. Hey, ist schon wieder eine Folge um oder wie? Ja, oder was? Bei 14,5 Minuten. Bei wie vielen Minuten? 14,5. In der nächsten Folge baue ich mir einen Chanting Table und dann verzauber ich was. Was soll ich verzaubern? Schreibt. Wie lange habe ich überhaupt noch Zeit zum Bauen? Verzaubern. Tschüss.
Du hast noch danach jetzt 5 Folgen. Puh, so viel. Das wirst du schon hinkriegen. Ja, ich glaube, du wirst auch nichts Anspruchsvolles bauen, oder? Nein, ich weiß nicht. Ich baue nur Scheiße. Das schaffst du schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.